Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von McAllister's Outdoor Cooking. Hier in meinem Dutch Oven seht ihr ein leckeres Rotweingulasch dahin blubbern und das werden wir heute zubereiten. Wenn man sich in YouTube umschaut, man hört ja nur noch, jeder macht das ultimative Gulasch. Ich mache vielleicht nicht das ultimative Gulasch, aber dennoch ein verdammt geiles. Und wie wir das machen, was wir dafür alles brauchen, seht ihr jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Letzte Woche bin in einer WhatsApp-Gruppe gefragt worden, hat jemand ein Rezept für gutes Rotweingulasch? Ich bei mir auf dem Kanal geschaut, gesucht, haben mir gedacht, ich habe doch mal eins gemacht, aber anscheinend war das bloß Wunschdenken. Haben mir gedacht, das kann es nicht sein, deswegen müssen wir das schleunigst nachholen und deswegen machen wir heute ein Rotweingulasch. Was wir dafür alles brauchen, schauen wir uns jetzt im Einzelnen einmal an. Die zwei Hauptdarsteller für jedes Gulasch ist einmal das Fleisch und die Zwiebeln. Das solltet ihr in gleichen Mengen nehmen. Deswegen haben wir hier 750 Gramm Rindergulasch und 750 Gramm kleingewürfelte Zwiebeln. Wir brauchen einen Rotwein, wie es der Zufall will. Der ist von meiner Tante. Es ist ein ungarischer Rotwein, den werden wir heute verwenden. Wir brauchen ein bisschen Paprika. Knoblauch haben wir hier. Wir haben Tomatenmark. Dann haben wir hier Paprikapulver. Hier haben wir noch eine kleine Gewürzschüssel, bestehend aus Majoran, aus Senfpulver, aus gemahlenem Kümmel und aus Chili. Dann haben wir noch ein bisschen Brühe und hier hinten etwas Salz. Das Rezept und die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Infobox. Kleingeschnibbelt ist heute alles, also ich erspare euch heute die Vorbereitungsarbeiten. Und wir starten dann gleich los, werden jetzt erstmal unsere Edelstahltonne vom Barbecue Toro vorheizen. Und dann geht es auch schon gleich los mit dem Gebrutzel. Hier ist die schöne Edelstahltonne, die habe ich ja letztens mal vorgestellt. Das Video dazu kann ich euch oben einfügen. Und wir starten ganz einfach mit einem Anzünder und lassen das alles hier mal schön zum Brennen anfangen. Dann weitestgehend verbrannt und ich habe jetzt eine ordentliche Menge an Kohlen drauf gegeben. Die lassen wir jetzt hier drin noch durchglühen, denn ich werde das Ganze heute auf Kohlen machen und wenn die dann fertig sind, starten wir auch mit dem Brutzeln. Wir sind dann auf Temperatur und jetzt müssen wir unsere Tonne noch vorbereiten. Aus meinem Vorstellungsvideo soll es ja bekannt sein, hier mein Aufsatz für den 47er Kugelgrill. Der passt hier optimal drauf und da haben wir in der Mitte hier dieses schöne Loch, wo dann unser Dutch Oven passgenau drauf passt. Und den werden wir dann auch gleich hineingeben und lassen den mal hier drin schön aufheizen. Der Dutch Oven ist dann schön knallig heiß und wir werden jetzt hier ein bisschen Butterschmalz hineingeben und lassen den mal schön schmelzen. Unser Öl ist dann richtig knallig heiß und wir werden dann anfangen, dass wir unser Gulasch portionsweise anbraten werden. Und schnell sehen wir, wie viel Schupp hier wirklich drauf ist. Also nach knapp 1,5 Minuten haben wir da schon richtig schön Farbe dran. Und das werden wir uns jetzt mal kurz rausholen. Dann lassen wir den Butterschmalz noch mal kurz aufheizen. Und weiter geht's mit der nächsten Charge. Und das machen wir jetzt so lange, bis das Fleisch einmal komplett durchgebraten ist, beziehungsweise durchgehend angebraten ist. Das Fleisch ist dann weitestgehend angebraten. Und da sind super Röstaromen dran gekommen. Das gefällt mir super. Als nächstes kommen jetzt unsere Zwiebeln dazu. Da habe ich ja gesagt, da nehmen wir die gleiche Menge wie an Fleisch, sprich 750 Gramm. Und die Zwiebeln werden wir hier drin jetzt auch einmal schön gemütlich anbraten. Die werden jetzt hier schon mal das Gröbste von dem Bratensatz hier rauslösen, von dem Bodenansatz und werden dementsprechend auch Farbe bekommen. Zu den Zwiebeln werden wir dann auch gleich noch unseren Knoblauch hinzugeben. Der kann ja auch ein bisschen mit anbrutzeln. Und wieder ein bisschen später, wenn unsere Zwiebeln dann schon schön langsam glasig werden, werden wir uns hier in der Mitte eine kleine Kohle machen und werden unser Tomatenmark dazugeben und lassen das hier auch etwas mit anrösten.
rein optional, kann man da in die Mitte auch noch ein bisschen Fett bzw. Butterschmalz mit dazugeben, dass das Tomatenmark auch schön im Fett röstet. Das Tomatenmark ist dann auch angeröstet und jetzt werden wir das alles hier vermengen. Und bevor uns unsere Zwiebeln jetzt braun werden, werden wir das Ganze ein bisschen ablöschen, und zwar mit unserem Fleisch und dem Saft, der hier ausgetreten ist. Und das Ganze darf erstmal schön gemütlich weiter brutzeln hier drin. Da hier auch noch nichts gewürzt wurde, fangen wir jetzt an, dass wir hier eine großzügige Portion an Salz dazugeben werden. Natürlich frisch aus der Mühle. Wir geben unser Paprika dazu. Unsere restlichen Gewürze wie Chili, Majoran, den gemahlenen Senf und etwas gemahlenen Kümmel. Und schon fängt hier auch das Dufterlebnis an. Sensationell, sage ich euch. Wirklich sehr geil. Und die Gewürze saugen da jetzt natürlich alles an Flüssigkeit auf, was da drinnen ist. Und deswegen werden wir jetzt anfangen, dass wir da unseren Rotwein dazugeben werden. Da gehen wir jetzt einfach mal gute 200 Milliliter drüber. Das dient zum ersten großen Ablöschen und werden das alles hier einmal vermengen und lassen den Rotwein so lange einreduzieren, bis der ganze Rotwein erst einmal verkocht ist. Das Ganze geht dann relativ flott. Durch die Zwiebeln wird das alles jetzt sehr, sehr pumpig auch. Deswegen geben wir jetzt gleich wieder einen Rotwein dazu, und zwar die komplette Flasche. Fügen unsere Paprika noch hinzu. Wie viel Paprika ihr da nehmt, das bleibt euch überlassen. Ich bin jetzt nicht so der große Fan von Paprika, deswegen ist es ein bisschen gediegen. Und dann geben wir zuletzt noch gute 250 Milliliter leichte Brühe dazu. Und so ist unser Gulasch jetzt dann auch fertig, dass es für die nächsten 2 Stunden schön gemütlich dahin schmoren kann. Und dann müssen wir nur noch unseren Deckel hier drauf geben. Und wie gesagt, für 2-3 Stunden lassen wir unser Gulasch jetzt einfach hier dahin schmoren. Gelegentlich schauen wir ein bisschen rein, wie es mit der Flüssigkeit ausschaut. Wenn ihr merkt, da ist zu wenig drin, kippt nochmal ein bisschen Rotwein rein oder nochmal ein bisschen Brühe. Auf jeden Fall, es sollte nicht zu viel sein, dass das Ganze zu wässrig ist, aber es sollte auch nicht zu wenig sein, da euch das alles dann so pumpig wird durch die Zwiebeln, dass euch das anbrennen könnte. Deswegen einfach ein bisschen aufschauen und wir sehen uns nachher wieder. Willkommen zurück. Gut eine Stunde und ein paar Minuten sind jetzt vergangen und wir schauen jetzt mal in unseren Dutch Ofen rein, was da flüssigkeitstechnisch abgeht. Und da kommt richtig Amore raus, also richtig geiler Geschmack, Freunde. Ja, da ist schon unten jetzt der Ansatz da. Also da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Flüssigkeit nachgeben. Und da nehmen wir natürlich dann nochmal ein bisschen Rotwein. Da kann noch mal ein guter halber Liter mit dazu. Und weiter geht die wilde Fahrt. Das Gulasch kann nochmal eine gute Stunde jetzt hier weiter köcheln. Und in diesem Sinne heißt es nur wieder Deckel drauf. Und weiter geht die wilde Fahrt. Eine weitere Stunde ist jetzt vergangen und unser Gulasch sollte jetzt fertig sein. Und hier schaut ihr euch das bitte mal an. Also wirklich ein sensationelles Ergebnis. Ich hoffe, man kann was sehen. Von den ganzen Zwiebeln, die wir da reingegeben haben, ist nicht mehr viel übrig. Die haben sie alle verdünnisiert und haben dem Gulasch diese einzigartige, richtig geile Sämigkeit verliehen. Und ja, in diesem Sinne ist unser Gulasch auch fertig und wir werden uns jetzt ein bisschen was in die Schüssel geben. Einfach nur ein kleines Probiererle. Später wird es dann noch schön Bandnudeln dazugeben. Und das sollte als Probiererle reichen. So, dann werden wir probieren. Und also von der Farbe her, Freunde, schaut euch das einfach mal an hier. Das ist unbeschreiblich geil, diese Farbe, die wir hier zusammen bekommen haben. Richtig schön dunkel und diese Sämigkeit hier. Krass, richtig geil.
Und in diesem Sinne heißt es dann guten Appetit. Normalerweise kommt jetzt immer die Pause, wo ich runter esse, aber das brauchen wir hier nicht. Ein Gedicht, Freunde. Butter, weiches Fleisch vom Allerfeinsten. Also, mir fehlen die Worte. Geschmackserlebnis vom Allerfeinsten. Sollte jeder, der einen Dutch Oven hat, unbedingt mal ausprobieren, ob er es mit Rotwein macht, mit Bier oder einfach nur mit Brühe. Bleibt ganz euch überlassen. Ich kann es nur jedem empfehlen, macht es einmal nach, ansonsten habt ihr definitiv was verpasst. Gulasch aus dem Dutch Oven ist einfach eines der Dinge, die ihr erlebt haben müsst. Bevor ihr jetzt weiter dahin schwärmt, ich werde jetzt zum Ende kommen. Ich hoffe, das kleine Video hat euch soweit gefallen. Wenn es so war, gebt mir den Daumen nach oben. Einen freundlichen Kommentar, solltet ihr nur keine Abonnenten sein. Hier drüben könnt ihr das gerne nachholen. Ich werde jetzt meine Nudeln kochen und dann gibt es das Gulasch schön mit der Familie zum Essen. Wir haben Quarantäne in Bayern, Corona lässt grüßen, Ausgangssperre seit heute bzw. heute Nacht. Wir halten uns dran, ich bleibe zu Hause und grill. In diesem Sinne bin ich raus, bleibt gesund, ich sage danke fürs freundliche Zusehen, euer McAllister, macht's gut, ciao.